Wir reisen mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum. Die Strecke von der Erde zur Sonne würde bei dieser Geschwindigkeit nur 8 Minuten dauern. Aber wir würden etwa 35 Jahre brauchen, um unser Ziel zu erreichen, was übrigens immer noch sehr schnell ist. Zum Vergleich, eine herkömmliche Rakete bräuchte für diese Strecke etwa 600.000 Jahre. Und da sind wir nun. Es ist ein Sternsystem, das unserem eigenen verdächtig ähnlich ist. Und unsere Wissenschaftler vermuten, dass hier Leben existieren könnte, genau wie auf der Erde. Ein roter Zwerg, der 30% der Größe und des Gewichts der Sonne hat, liegt im Herzen dieses Sternsystems. Aber es sind die Planeten, die den Stern umkreisen, die uns am meisten interessieren. Der erste von ihnen ist L9859b. Seine Größe liegt irgendwo zwischen Erde und Mars. Aber er ist sehr leicht. Er hat nur halb so viel Masse wie die Venus. Aber Leben ist auf diesem felsigen Planeten unmöglich. Er ist dem Stern zu nah und so heiß, dass man selbst einen Kuchen verbrennen würde, wenn man ihn auf seiner Oberfläche backen wollte. Die Temperatur ist etwa 100 Grad höher als die Maximaltemperatur deines Ofens. Der Planet umrundet seinen Stern in nur 2 Tagen, verglichen mit 365 Tagen für die Erde. Und er erhält 22 Mal mehr Energie als wir von der Sonne. Dort ist es also nicht nur heiß, sondern es gibt auch eine Menge gefährlicher Strahlung. Der nächste Planet ist 4,6 Millionen Kilometer von seinem Wirtsstern entfernt. Das ist 13 Mal näher als der Abstand zwischen Merkur und der Sonne. Und er macht in 3,7 Tagen einen kompletten Umlauf um den Stern. Interessant ist aber, dass der Planet 30% größer als die Erde und doppelt so schwer ist. Er gehört also zur Klasse der Supererde-Planeten. Solche Planeten können reich an Wassereis, Methan und Wasserstoff sein. Dies sind einige der Elemente, die für die Existenz von Leben notwendig sind. Viele Wissenschaftler glauben, dass auf solchen Planeten außerirdische Zivilisationen leben können. Aber wegen des großen Gewichts des Planeten hat er eine starke Anziehungskraft. Deshalb können diese Zivilisationen vielleicht nicht in den Weltraum fliegen, weil es für sie schwieriger ist, sich aus der Gravitationsfalle eines Super-Erde-Planeten zu befreien. Leben ist hier jedoch nicht möglich, weil der Planet immer noch zu nah an seinem Wirtsstern ist. Und genau wie in unserem Sonnensystem sind die beiden nächstgelegenen Planeten zu heiß. Aber der dritte Planet sieht vielversprechender aus. L9859d. Er ist fast doppelt so schwer wie die Erde und 50% größer. Wissenschaftler haben berechnet, dass etwa ein Drittel seiner Masse aus Wasser bestehen könnte. Zum Vergleich, die Masse des gesamten Wassers auf der Erde beträgt nur 0,02%. Das Vorhandensein von Wasser ist die wichtigste Voraussetzung für das Entstehen von Leben. Aber wir können nur raten, wo dieses Wasser sein könnte. Es könnte auf der Oberfläche sein, aber hohe Temperaturen können große Ozeane in riesige Dampfwolken verwandeln. Wasser kann aber auch im Grundwasser unter der Oberfläche enthalten sein. Nun, das können wir noch nicht mit Sicherheit bestimmen. Lasst uns zum nächsten Planeten in unserem Sternsystem gehen. Dieser neu entdeckte Planet gehört zur Klasse der Super-Venus. L9859e. Er ist ein Gesteinsplanet, der 3-mal so groß ist wie die Erde. Die Super-Venus-Klasse bedeutet, dass der Planet schwer genug ist, um eine Atmosphäre zu haben. Aber die Bedingungen dort gleichen eher einem Treibhaus. Verschiedene Gase füllen die Atmosphäre. Die Strahlen der Sterne dringen durch sie hindurch zur Oberfläche des Planeten, werden von ihr reflektiert und steigen nach oben. Aber die dichten Gase lassen sie nicht aus der Atmosphäre entweichen. So wird der Planet immer heißer. Das ist der bekannte Treibhauseffekt, den wir auf der Erde so sehr zu vermeiden versuchen. Hinzu kommt, dass der Sternenwind Wasserdampf und andere Elemente aus den oberen Schichten der Atmosphäre ins Weltall trägt. Auf einem solchen Planeten kann kein Leben existieren und das könnte auch nie entstehen. Genau wie auf der Zwillingsschwester der Erde, der Venus. Bislang befinden sich alle Planeten, die wir uns angesehen haben, außerhalb der bewohnbaren Zone des Wirtssterns. Das ist der perfekte Abstand zum Stern. Nicht zu nah, damit der Planet nicht zu heiß ist und das Wasser nicht sofort verdampft. Und nicht zu weit weg, damit der Planet nicht wie eine kalte Wüste aussieht. Die Planeten B, C, D und E sind zu nah an ihrem Wirtsstern. Aber es gibt noch einen weiteren hypothetischen Planeten F in diesem Sternsystem, der genau an der perfekten Stelle liegt. Dieser Supererde-Kandidat ist 2,5-mal schwerer als unser Heimatplanet. Wir haben also die Hoffnung, dass es sich um eine felsige Welt handelt, genau wie bei den anderen Planeten in diesem Sternsystem. Das Gewicht von Planet F reicht aus, um eine dichte Atmosphäre zu haben. Und die Temperatur auf seiner Oberfläche sollte so hoch sein, dass es dort Wasser in flüssiger Form gibt.
Der Planet macht in 23 Tagen eine komplette Runde um seinen Wirtsstern, was buchstäblich bedeutet, dass er alle 3 Wochen Neujahr hat. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es dort eine Zivilisation gibt, die dieses Fest feiert. Tatsächlich ist die Existenz dieses Planeten sehr zweifelhaft, denn wir haben immer noch keine handfesten Beweise. Alle anderen Planeten sind durch die Transitmethode entdeckt worden. Dabei richten wir unsere Teleskope direkt auf einen Stern und beobachten, wie sich seine Helligkeit verändert. Wenn die Helligkeit des Sterns leicht abnimmt, ist ein Planet zwischen uns und dem Stern vorbeigezogen. Wie dieser Punkt. Wir haben eine kurze Zeitspanne, in der sich der Planet im Hintergrund des Sterns befindet, um seine Größe und Geschwindigkeit zu bestimmen. Manchmal können wir solche Transite von Merkur und Venus auf der Sonnenscheibe beobachten. Und es gibt mindestens 29 potenziell bewohnbare Planeten da draußen im fernen Weltraum, die die Erde auf die gleiche Weise beobachten können. Etwa 1715 Sterne im Umkreis von ein paar hundert Lichtjahren sind dafür perfekt gelegen. Jeder Stern hat Planeten um sich herum, aber nur 29 von ihnen befinden sich in der bewohnbaren Zone. Es könnte also wirklich Leben und eine intelligente außerirdische Zivilisation da draußen geben. Wenn ja, könnten sie ihre Teleskope auf die Sonne richten und einen kleinen Punkt über die Sonnenscheibe ziehen sehen. Und sie könnten diese Beobachtungen schon seit mindestens 5000 Jahren machen. So könnten sie sehen, wie unsere Zivilisation entstanden ist und wie wir uns entwickelt haben. Außerdem sind diese Planeten nah genug, um unsere Radiosignale und sogar Fernsehsendungen zu empfangen. Aber das funktioniert in beide Richtungen. Funksignale bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum. Wir haben diese Technologie vor etwa 100 Jahren gemeistert. Wenn es also wirklich irgendwo da draußen eine Zivilisation gibt, würden wir auch ihr Signal auffangen. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Wir haben also keinen Beweis für die Existenz von Leben auf diesem Planeten. Die Entdeckung eines Sternsystems wie L9859 ist für uns sehr wichtig, weil wir immer auf der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems sind. Und Planeten der Super-Erde-Klasse sind sogar noch besser für die Entstehung von Leben geeignet als der Planet Erde selbst. Solche Planeten werden manchmal auch als superbewohnbar bezeichnet. Einige Wissenschaftler glauben, dass die Erde ein guter, aber nicht der beste Ort für Leben ist. Superbewohnbare Planeten müssten 30% größer sein als die Erde und doppelt so schwer. Dadurch entstünde eine stärkere Schwerkraft, die die Atmosphäre auf dem Planeten dichter und mit einer höheren Sauerstoffkonzentration versehen würde. Das wiederum würde die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten auf perfekte 25 Grad Celsius erhöhen. Pflanzen würden dort also gut gedeihen. Außerdem macht die stärkere Schwerkraft die Oberfläche des Planeten flacher. Daher könnte es dort mehr Ozeane geben als auf der Erde. Dadurch wird das Leben im Wasser viel vielfältiger. Auch der Wirtsstern spielt eine wichtige Rolle. Er sollte kleiner als die Sonne sein. Je größer der Stern ist, desto mehr von seinem Brennstoff verbraucht er. Das bedeutet, dass die Lebensspanne solcher Sterne viel kürzer ist. Die Lebensdauer der Sonne zum Beispiel beträgt etwa 10 Milliarden Jahre. Ein roter Zwerg kann aber bis zu 30 Milliarden Jahre alt werden. Mehr Zeit, mehr Gelegenheit für die Entstehung von Leben und die Evolution. Bislang haben Wissenschaftler 24 überreichlich vorhandene Planeten entdeckt. Das bedeutet aber noch nicht, dass es dort wirklich Leben gibt. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass es neben der Erde bereits mindestens 36 fortgeschrittene Zivilisationen in unserer Galaxie gibt. Sie haben auf der Sternkarte nach ähnlichen Welten gesucht. Zuerst finden wir unter etwa 100 Milliarden Sternen in der ganzen Galaxie Exemplare, die wie die Sonne aussehen. Jetzt wählen wir aus ihnen diejenigen aus, die reich an Eisen sind. Solche Sterne brennen mit der perfekten Temperatur und helfen den Planeten um sie herum, einen Eisenkern zu bekommen und erdähnlich zu werden. Wählen wir nun relativ junge Sterne aus diesem Haufen aus, denn wenn sie älter werden, dehnen sie sich aus und absorbieren entweder die Planeten um sie herum oder verbrennen sie. Eine letzte Sache noch. Wir suchen Planeten, die sich in der bewohnbaren Zone des Sterns befinden. Und voilà! 36 Welten könnten von einer unbekannten Zivilisation bewohnt sein. Aber das werden wir erst mit Sicherheit wissen, wenn wir mit ihnen in Kontakt treten.